Hallo Freunde, die Owen-Verteidigung scheint relativ populär zu sein bei euch. Heute möchten wir aber mal aus weißer Sicht gucken, wie ich dagegen spiele, welchen Aufbau ich habe und welche Ankerpartie ich dazu genommen habe. Und dazu habe ich eine Partie von Richard Rapport gefunden. Und seitdem spiele ich diesen Aufbau und den möchte ich euch heute zeigen. Also, los geht's. Die Owen-Verteidigung selber entsteht, wenn Schwarz mit B7, B6 diesen Läufer 4 enkettieren will. Hier spielen wir E2, E4. Wir könnten natürlich auch mit C4 in Englisch übergehen, aber das möchte ich eigentlich nicht, denn ich finde E4 hier deutlich besser. E4, Läufer B7. Alles klar, jetzt hängt dieser Bauer auf D3 und hier folge ich klaren Aufbau in zwei, drei Schritten immer mehr oder weniger die gleichen Züge und der gleiche Plan. Deswegen ist das so leicht zu merken für Weiß und auch für mich. Der erste Zug ist Läufer D3. Wenn Schwarz versucht, uns zu überraschen mit diesem F7, F5 Zug, diesem Matowinski-Gambit heißt das, glaube ich, da habe ich mir schon mal ein eigenes Video zu gemacht. Der Zug ist komplett widerlegt. Den möchte ich heute hier nicht erwähnen, aber da könnt ihr euch das Video auf meinem Kanal zu anschauen. Wenn Schwarz also nicht E7, F7, F5 spielt, dann wird er meistens mit E7, E6 spielen und dann mit Zügen wie Springer F6 Druck auf den E4 machen. Dabei auch noch mit Läufer B4 vielleicht den Springer auf C3 hier mal fesseln, um auch wieder Druck auf den E4 zu machen. Und dann vielleicht auch mit D7, D5 im Zentrum gegenschlagen. Das ist so der häufigste, bekannteste Aufbau für Schwarz. Und hier kommt jetzt der Aufbau, den ich mit Weiß wähle, nämlich den Zug Springer C3. Das ist der zweite Teil. Also erst Läufer D3, jetzt Springer C3. Und hier ist es sogar relativ egal, ob Schwarz jetzt erst Springer F6 und dann Läufer B4 oder erst Läufer B4 und dann Springer F6 spielt. Die Ideen und die Stellungsbilder wird sich alles ähneln und gleichen. Deswegen schauen wir uns jetzt zunächst einmal den Zug Springer F6 an. Der greift den E4 einmal zweimal an, der ist aber zweimal verteidigt. Wenn wir andersrum anfangen mit Läufer B4, ja, dann ist der E4, der C3 gefesselt, aber der E4 eben auch noch nicht angegriffen. Aber anhand dieser Beispielvariante kann ich schön den dritten Teil des weißen Aufbaus gut zeigen, nämlich, dass dieser Springer von G1 quasi fast immer nach E2 geht, um den C3 zu überdecken, damit hier kein Doppelbauer entsteht. Und wenn jetzt Springer F6 kommt und was den E4 ja wirklich angreift, dann rochieren wir einfach. Und dann ist der E4 einfach komplett überdeckt und da kann nichts passieren. Und so ist es dann eben auch entsprechend in unserer Hauptvariante. Wenn jetzt erst Springer F6 kommt, ist der nicht wirklich angegriffen. Trotzdem platzieren wir unseren Springer auf E2. Einfach nur, um dieses Läufer B4 komplett rauszunehmen. Und weil dieses Läufer B4 ja jetzt ja, nicht mehr so wahnsinnig sinnvoll ist, respektive, wir gucken nochmal eben ganz kurz, wenn Läufer B4 Rochade kommt. Schwarz hat natürlich kein größeres Interesse, hier die seinen Läufer abzugeben. Und damit das Läuferpaar abzugeben, dem schwarzen Läufer keinen Gegenspieler zu überlassen, dass diese Fesselung hier aufgebaut werden kann, ja, zum Beispiel. Weil Schwarz hat ja nichts dafür, er hat keinen Druck gegen den Bauern E4. Von daher ist dieses Läufer B4 hier auch nicht sonderlich sinnvoll. Der Hauptzug ist hier, jetzt sofort D7, D5, diesen Bauern hier anzugreifen. Und hier spielen wir natürlich E4, E5 und greifen den Springer an. Der Springer geht nach D7. Hier müssen wir noch mal ganz kurz reingucken, denn wir müssen uns hier quasi nur ein kleines Motiv merken für den Fall, dass der Springer hier nach E4 geht. Und das sieht ja auf den ersten Blick erstmal komisch aus. Ja, oh, ich kann jetzt hier nicht schlagen, dann geht die D-Linie auf. Der Läufer deckt ja diesen Bauern hier. Und ja, das wollen wir alles nicht, ja, deswegen schnell wieder weg, bevor das jemand merkt. Hier gibt es einen schönen Trick und das ist der alte überflüssige Figurtrick von Jusupow. Und zwar, wir schauen mal, der
Springer von C3 und der Springer von E2 sind, ja, die decken sich zwar gegenseitig, stehen sich aber auch so ein bisschen auf den Füßen. Und hier gibt es diesen alten Indianertrick, dass Weiß diesen Springer einfach wegzieht, damit dieser schwarze Springer sich nicht abtauschen kann auf C3. Und jetzt hat dieser schwarze Springer das Problem, dass so Züge wie F2, F3 und H2, H4 drohen, was diesen schwarzen Springer fängt. Und als Beispiel mal, wenn hier noch C5 kommt, dann spielen wir noch C3, um C4 abzuwehren. Und wenn Springer C6 kommt, auf einmal droht F2, F3. Wir sehen auch kleine Beispielvariante hier, warum dieser Springer auf E2 so fantastisch gut steht. Erstens können wir F3 spielen und zweitens decke ich das Feld G3 gegen solche Varianten ab, damit ich hier mit G2, G3 spielen kann und der Springer sich hier eben nicht opfern kann, weil ich dann mit dem Springer zurückschlagen kann. Also muss der Springer hier irgendwie wegziehen und dann könnte H2, H4 folgen und der Springer wäre gefangen. Und das ist so die Grundidee von dieser Variante. Ja, wenn der schwarze Springer nach E4 geht, dann merken wir uns einfach erstmal nur den Zug Springer B1. Wenn Schwarz jetzt hier in irgendeiner Form, zum Beispiel F7, F6, um dem Springer hier so ein Rückzugsfeld zu ermöglichen, dann merken wir uns einfach, dann können wir trotzdem F3 spielen, diesen Springer rausschlagen und nach der kurzen Rochade können wir mit F4, F5 oder respektive mit F4 versuchen, die F-Linie zu öffnen. Ja? Und wenn der den schließt, dann gehen wir mit F4, F5, wir öffnen weiter, haben Initiative, der König noch in der Mitte und alle Figuren von Weiß sind sehr, sehr schnell im Angriff dabei. Von daher, das ist so die grundlegende Idee für Weiß bei Springer E4. Und deswegen gucken wir mal, ist der Hauptzug hier Springer F nach D7. Das sieht so ein bisschen wie in der französischen Verteidigung aus, dass jetzt Schwarz natürlich möchte mit C7, C5 das Zentrum hier angreifen. Ne? Aber es gibt hier ein Problem und der Zug Springer F4, der demonstriert hier ziemlich deutlich die großen Probleme, die Schwarz hier bereits hat. Auf den ersten Blick, ja, sieht das ja noch relativ harmlos aus. Der Springer könnte vielleicht mal hier hin oder so. Okay, vielleicht könnte die Dame mal raus. Ja, okay. Aber was wirklich das Problem ist, dass Schwarz hier schon so einen Zug wie G7, G6 fast, naja, nicht spielen muss, aber ist einer der meistgespielten Züge. Und wenn wir jetzt mal in die Lichess-Datenbank gucken, also nicht in die Master-Datenbank, sondern in die Lichess, die normale Spielervariante-Datenbank, dann sehen wir, dass der Zug C6, C5, C7, C5, hier der absolut der meistgespielte Zug, weil es der natürlichste ist. Ja, und wenn man es nicht kennt, woher soll man es auch wissen? Problem ist, dass dieser Zug einfach komplett schlecht ist. Und das Motiv müssen wir uns einfach merken. Und deswegen spiele ich diesen Aufbau und diese ganze Ohrenverteidigung für Weiß so unfassbar gerne, dass wir jetzt hier nämlich auf E6 reinknallen können. Ein schönes Opfer bringen können. Wir greifen die Dame an. Wenn ja, der Springer nicht geschlagen wird, wir hätten wir vielleicht noch eine Gabel. Ansonsten ziehen wir einfach zurück oder tauschen uns hier ab. Der D5 ist ja dann schwach. Wir haben einfach einen schönen Bauern gewonnen. Wenn Schwarz diesen Springer aber schlägt, dann kommt hier erstmal ein Schach. Okay, jetzt hat Schwarz ja auch nicht viele Möglichkeiten zu reagieren. G6 oder König E7. Schauen wir uns beide an. Auf G6 folgt Läufer schlägt G6. H mal G. Und jetzt könnte man ja meinen, oh, guck mal, der Turm auf H8 hängt. Aber wenn man es einmal weiß, weiß man auch, dass man hier auf G6 noch viel, viel stärker schlagen kann. Der König hat nur ein Feld. Und dann sehen wir, oh, König und Dame sind auf einer Diagonale, auf den gleicher Felderfarbe, nämlich hier des schwarzen Läufers. Und zack, Läufer G5. Und dann wird schon kritisch für Schwarz. Springer F6 hilft natürlich auch nicht, ja, weil wir sind mehrfach drauf und können dann hier am Ende auch Dame schlagen, wie auch immer. Also dieses G6 hilft nicht wirklich. Aber was ist denn mit G7, mit König E7? Auch der hilft nicht, denn Läufer G5 spießt hier auch wieder König und Dame auf. Hier kann der Springer sich zwischenziehen, E mal F, aber Schwarz kann eben nicht auf F6 zurückschlagen, wegen einem alten Indianertrick, eine bekannte Taktik, nämlich dass dieser Läufer auf F6 schlägt. Und jetzt nach König F6, Dame H4 liegen diagonal zwischen König und Dame halt mehr als ein Feld.
respektive der König kommt hier nicht hin, um die Dame zu decken. Und am Ende ist die Dame einfach weg und Weiß gewinnt. Und deswegen ja, ist so der Zug C7, C5, obwohl er natürlich erscheint, ist schon direkt forciert verloren. Und deswegen, das mag ich total gerne. Da habe ich schon so manche Partie gewonnen. Wir gucken nochmal eine Variante. Auf Läufer E7. Hier können wir erst noch Dame G4 spielen und diesen G6 angreifen. Und wenn jetzt G7, G6 kommt, dann, pardon, dann schlagen wir hier auf E6 und können dann auf G6 schlagen. Dann haben wir im Grunde ähnliche Stellungen wie eben. Ja, jetzt kommt der Läufer wieder mit Schach, da muss Schwarz schon sein Material zurückspucken. Ja, und hier sehen wir den König, mehr oder weniger verlassen von seiner Armee. Wir können den Springer hier herbeiführen. Wir können hier gleich auch mit der langen Rochade operieren und den Turm schwenken. Wir haben so viele Angriffs mit Möglichkeiten gegen den nackten König. Das ist eine sehr, sehr gute Stellung für Weiß. Und genau, deswegen Läufer E7 auch nicht, sondern es kam in unserer Partie, in unserer Ankerpartie G7, G6. Auch hier folgt erstmal die Dame wieder raus und wir wissen schon, oh, jetzt droht hier schon wieder der Knall, falls C7, C5 kommt, ne? Wissen wir, alles klar, da geht's rein. Und hier spielte der Gegner Läufer E7, damit die E-Linie unterbrochen ist, damit das Schlagen auf E6 zumindest schon mal kein Schach ist. Und lustigerweise hat Richard Rapport hier H2, H4 gespielt und die Idee mit H4, H5 weiter zu stürmen, ist auch nachvollziehbar und auch soweit gut. Ich denke mal, wenn er das nächste Mal diese Stellung wieder auf dem Brett hat, dann wird er trotzdem, ja, das wir sich natürlich mittlerweile auch angeguckt haben, diese Partie stammt aus dem Jahre 2014 und dass hier dieses Springeropfer auch wieder funktioniert, ja, es ist fantastisch. Und dann schlagen wir auf G6 und dann haben wir die gleiche Stellung quasi, wie wir gerade hatten. Mit dem Zack, mit langer Rochade, Springer E2, whatever. Ne? Und dann die Stellung ist wirklich einfach sehr, sehr gut für Weiß. Plus 3,2 bereits. Ja, deswegen, Rapport hat hier die H4 gespielt. Und ich will euch jetzt gar nicht zu sehr mit dieser Partie jetzt, das war nur die Ankerpartie mit dem Aufbau, ja, diese Läufer D3, Springer C3, Springer GE2 mit der Idee Springer F4 und Dame G4 und dann knallt das hier ganz, ganz oft auf E6. Wenn wir uns das merken, haben wir sicherlich schon viele, viele Partien im Sack. Ja, so baue ich mich mit Weiß gegen die Owens-Verteidigung auf, ja, und deswegen immer als Ausgleich damit war, haben wir mit Schwarz und mit Weiß mal reingeguckt in die Eröffnung. Alles klar, Freunde, dann sind wir am Ende. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.